Hallo Volleyball-Freaks, hier ist wieder Steffen. Heute gibt es ein besonderes Video und zwar machen wir endlich mal wieder eine Produktreview. Und zwar habe ich nämlich von Volleyball direkt dieses tolle 3-in-1 Set für Volleyball, Badminton und Tennis gestellt bekommen von Hammer. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Willkommen zurück und wir legen natürlich auch schon direkt los. Ich packe das gute Stück mal aus. Ich habe mir dafür mal mein Messer mitgebracht. Und dann schauen wir mal, was da sich drinnen verbirgt. Ist natürlich perfekt für die trainingsfreie Zeit im Garten oder im Park. Einfach so ein kleines mobiles Netz, was sich da drinnen versteckt. So, auf jeden Fall schon mal gut verpackt. In Luftpolsterfolie kommt jetzt hier das Teil hervor. So, Karton erledigt. Jetzt geht's weiter hier. Also Verpackung im Karton schon mal super. Und da ist das gute Teil. Schauen wir uns die einzelnen Bestandteile mal an. Als erstes eine Aufbauanleitung. Die werden wir gleich noch brauchen, wenn wir das Ding mal versuchen, möglichst schnell noch aufzubauen. So, tun wir beiseite. Dann wird das ganze Set mitgeliefert mit 2 Badmintonschlägern und dazu eben auch Federbällen. Ganz cool. Also wenn ihr nicht noch Bock auf Volleyball habt, könnt ihr auch eine Runde Badminton zocken. Ja. Das Netz noch eingerollt, werden wir gleich dann, wenn wir es aufbauen, mal auch in voller Länge erleben. Hier waren wahrscheinlich die Badmintonschläger drin und das Netz. Das hat es etwas im Transport auseinandergewegt, so ein paar Tüten. Die kommen wir ganz schnell weg. Das sieht aus wie 2 Heringe zur Bodenverankerung, damit das Ding auch stabil nachher steht. Gucken wir mal. Ein weiteres Netz. Ich sehe schon, hier sind wahrscheinlich schon Symbole drauf, wahrscheinlich für die verschiedenen 3 Sportarten. Also wir haben insgesamt 3 Netze für die 3 Varianten Badminton, Tennis und Volleyball. Müssen wir gleich mal schauen, welches dann für Volleyball geeignet ist. Ja, und dann kommen wir schon quasi zum Ende des Inhalts. Das sind nämlich dann die 2 Stangen. Und das Ganze, der Koffer quasi, der hier das transportiert, ist dann das Bodengewicht, wo dann die Stangen gleich verankert werden. Ja, und jetzt gucken wir mal im nächsten Schritt, wie das aufzubauen geht. So, wir legen los mit dem Aufbauen. Mal gucken, wie lange ich brauche. Zum Ersten die Heringe zum Verankern im Boden. Die kommen, sind hier quasi, ich schaue das mal, zeig das mal, hier sind Löcher drin. Da könnt ihr die quasi durch den Koffer durchstecken und somit dann im Boden verankern. Schön fest reindrücken, damit das dann auch eben, wenn da ein Ball dagegen kommt, nicht verwackelt. Und wenn die dann drin verankert sind, macht das Ganze zu. Dann geht es schon los mit den Netzpfosten. Die lasst ihr hier so einklicken. 1. Und dann auf der anderen Seite 2. Und dann zieht ihr das Ganze auseinander. Ihr müsst mal so. Überall gucken, dass die einklippen hier, dass es dann stabil wird. Zack, 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 zack. Ja, also gucken, dass er nicht zu weit zieht, sonst müsst ihr es wieder reinstecken. So, und jetzt brauchen wir nur noch das Volleyballnetz. Müssen wir mal gucken. Das sieht aus wie ein Tennisschläger oder ein Badmintonschläger. Das könnte das sein. Zack, gucken wir mal, ob ich das richtig erwischt habe. Also
Was cool ist, ist auf jeden Fall, dass das hier markiert ist. Da habt ihr so ein schönes Symbol drauf, da wisst ihr genau, welches Netz quasi für was geeignet ist. So, das musst du dann nur noch hier oben drüber stecken. Auf Spannung bringen natürlich. Und dann kann es mit Volleyball losgehen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bestellt euch so ein Ding bei Volleyball direkt bei unserem Partner. Ich packe euch einen Link darunter wieder in die Kommentare und in die Videobeschreibung. Und wenn ihr selber so ein Teil habt, schreibt mal runter, wie ihr damit zurechtkommt, wie ihr es findet. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis dahin sage ich ciao.